Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem wundervollen Sub-Update hier. Ich habe das schon viel zu lange nicht mehr gemacht, was wahrscheinlich an der Tatsache liegt, dass ich versuche, irgendwie die Wahrheit zu leugnen. Mein Sub ist mir ein bisschen über den Kopf gewachsen und es werden jetzt gleich einige Leute lachen, wenn ich euch sage, wie viele Bücher auf meinem Sub sind, denn das ist für ganz viele eine mickrige Zahl. Aber wenn ich mir mein letztes Sub-Update-Video angucke, dann macht mich das einfach traurig. Deswegen, ich würde sagen, ich quatsche jetzt auch gar nicht so lange drumherum. Wir starten direkt mit dem Video und ich offenbare euch, was sich hier alles an ungelesenen Büchern drin verbirgt. Ich mache den gleichen Fragentag, den ich bisher immer gemacht habe in meinen Sub-Update-Videos. Ich werde euch alle Fragen in die Infobox schreiben, dann könnt ihr die euch nochmal durchlesen oder auch in einem Video verwenden, wenn ihr möchtet. Und ich starte direkt mit der ersten und natürlich auch wichtigsten Frage, die lautet, wie viele Bücher sind auf deinem Sub? Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, es sind für meinen Geschmack viel zu viele. Ich habe aktuell 20 Bücher auf meinem Sub. Es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich genau weiß, dass jetzt ganz viele Leute sofort in die Kommentare schreiben werden, was, das ist voll wenig, ich habe 150 Bücher auf meinem Sub. Ich bin ein Mensch, der versucht, seinen Konsum eher klein zu halten und mir Bücher dann zu kaufen, wenn ich sie lesen möchte und nicht jahrelang in meinem Regal zu bunkern. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie diese Zahl entstehen konnte. Es ist ein bisschen ausgeartet. In meinem letzten Sub-Update-Video hatte ich 4 Bücher auf meinem Sub. Das ist wirklich unvorstellbar mittlerweile für mich geworden und es macht mich sehr traurig. Deswegen, ich glaube, dieses Video hier dient auch gerade so ein bisschen dazu, um in die Welt hinauszutragen, dass jetzt offiziell mein Subabbau beginnt. Ich werde wirklich, wirklich versuchen, die nächsten Monate mein Kaufverhalten ein bisschen wieder zurückzufahren und einfach an meinem Subabbau zu arbeiten, weil ich es einfach gerne mag, einen sehr, sehr überschaubaren Sub zu haben. Schreibt mir trotzdem mal super, super gerne, wie viele Bücher ihr auf eurem Sub habt. Das würde mich echt interessieren. Weiter geht's mit der nächsten Frage und die lautet, welches ist dein ältestes und welches dein neuestes Buch auf dem Sub? Und die Leute, die mich schon länger verfolgen, werden sich wahrscheinlich denken können, was das älteste ist. Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert von Joëlle de Quer. Das steht schon wirklich super, super lange ungelesen in meinem Regal, was wirklich traurig ist. Aber ich habe es ja letztens in meinem Trial Chapter angelesen und es hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Da habe ich mir dann fest vorgenommen, dass ich das auf jeden Fall dieses Jahr noch in Angriff nehmen werde. Und das ist auch soweit der Plan. Ich hebe es mir noch für den Sommerurlaub auf und dann wird es hoffentlich endlich verschlungen und vom Sub befreit. Und ja, deswegen kann ich an der Stelle sagen, ein Ende ist nah. Aber nichtsdestotrotz ist es meine Subleiche. Ich glaube, ich habe das wirklich schon seit 2 oder 3 Jahren auf meinem Sub und es ist wirklich, tragisch. Aber es wird hoffentlich bald gelesen und ich freue mich auf jeden Fall immer noch nach wie vor sehr, sehr doll, das Buch zu lesen. Das jüngste Buch auf meinem Sub ist gestern erst bei mir eingezogen. Und zwar handelt es sich um den zweiten Band von Crescent City von Sarah J. Maas. Und ich freue mich so, so sehr auf dieses Buch. Der erste Band ist ja auch super lange auf meinem Sub rumgegammelt. Deswegen hoffe ich, dass diesem Buch hier nicht das gleiche Schicksal bevorsteht. Aber wirklich, ich freue mich so sehr. Ich bin so gespannt, wie es mit der Geschichte weitergeht. Deswegen hoffe ich, dass ich das nicht so lange vor mir herschieben werde. Es ist halt immer ziemlich dick und ich versuche immer für so dicke Fantasy-Bücher und Reihen, die ich sehr, sehr liebe, den richtigen Zeitpunkt zu finden, einfach damit ich mich voll und ganz drauf einlassen kann und die Welt genießen kann. Deswegen, wir werden sehen, wann ich es lesen werde. Weiter geht's mit dem Buch auf meinem Sub, auf das ich mich momentan am allermeisten freue. Und wie sollte es auch anders sein? Natürlich ist es Obsidio, der dritte Teil der Illuminae-Akten von Jack Christoph und Amy Kaufman. Für alle, die es irgendwie noch nicht mitbekommen haben, das hier ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich vergöttere sie, ich vergöttere die beiden Autoren. Die ersten beiden Bände waren einfach der absolute Wahnsinn. Sie waren so unglaublich gut, haben mich so umgehauen und so begeistert. Deswegen freue ich mich jetzt einfach nur darauf, den dritten Teil zu lesen. Wenn wir über das Buch sprechen, auf das ich mich am meisten freue, müssen wir aber natürlich auch irgendwie das Buch erwähnen, auf das ich am wenigsten Lust habe. Und das ist leider, leider dieses hier, Vergiss mein Nicht von Kerstin Gier. Das Buch ist eins von den Büchern, das ich tatsächlich schon gar nicht mehr richtig zu meinem Sub dazu zähle, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich Lust darauf habe, das zu lesen und es wahrscheinlich auch bald aussortieren werde. Ich habe das irgendwann bis Seite 216 gelesen, also ungefähr die Hälfte. Und es hat mir einfach nicht zugesagt, es konnte mich nicht richtig mitreißen. Ich habe es nicht so sehr geliebt, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich halt, ich glaube, wie viele andere da draußen auch ein riesiger Fan von Kerstin Gier bin und ihre Bücher in meiner Kindheit super, super gerne gelesen habe. Ich glaube aber, dass das hier mittlerweile jetzt leider nichts mehr für mich ist und deswegen
wird es wahrscheinlich hier bald ausziehen, ist momentan aber noch offiziell auf meiner Subliste verschrieben, deswegen gehört es in dieses Video, aber ich denke, ich werde es nicht mehr lesen. Die nächste Frage lautet, hast du eine Reihe auf deinem Sub, von der du mindestens 2 Bände da hast? Ja, habe ich. Und zwar habe ich noch die gesamte Die Krone der Dunkelheit Trilogie von Laura Kneidel stehen. Die anderen beiden Bände stehen hier hinter mir. Ja, die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und freue mich auch immer noch riesig drauf, die zu lesen. Ich drücke mich halt immer so ein bisschen davor, neue Fantasy-Trilogien anzufangen, vor allem wenn die Bücher alle mehr als 700 Seiten haben. Deshalb bin ich aktuell noch nicht dazu gekommen, die Bücher zu lesen, aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Ich versuche halt jetzt erstmal so ein paar Reihen abzuschließen oder, ja, weiß ich nicht, ich habe einfach Reihen, die so ein bisschen Priorität haben. Deswegen weiß ich noch nicht, wann ich dazu kommen werde, sie zu lesen, aber irgendwann wird der Tag auf jeden Fall kommen. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, diese Welt hier zu erkunden. Dann werde ich nach einem Buch gefragt, das ich aufgrund von Bookstagram, Booktube oder BookTok gekauft habe. Und da ist mir ein Buch sofort eingefallen. Und zwar The 7 Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das Buch habe ich mir wirklich zu 100% nur wegen des TikTok-Hypes gekauft. Ich wusste vorher noch nicht mal, dass es existiert. Und ich finde zwar auch, dass es ganz cool klingt, aber ich glaube, normalerweise hätte ich jetzt eher nicht danach gegriffen. Trotzdem freue ich mich sehr darauf, das zu lesen. Es wird definitiv Teil meines nächsten TikTok-Bücher-Lesen-Videos werden. Deswegen bleibt gespannt. Ich werde meine Meinung dazu auf jeden Fall ausführlich mit euch teilen. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich drücke mich momentan davor, weil die Schrift unfassbar klein ist und das Buch eben auf Englisch. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, dass es mir gefallen wird. Ich habe schon Daisy Jones and the Six von der Autorin gelesen. Das fand ich ganz gut, war aber leider kein Highlight. Deswegen bin ich gespannt, wie dieses Buch hier mir gefallen wird und ich werde euch auf jeden Fall berichten. Kommen wir zu einem Buch, das ich mir trotz negativer Rezension gekauft habe. Und zwar ist es Crush von Tracy Wolf. Die Reihe ist ja vor kurzem so ein bisschen viral gegangen, vor allem auf Bookstagram. Und ich war schon bei dem ersten Teil extrem skeptisch, weil sich die Meinungen sehr stark gespalten haben. Viele haben es total geliebt, manche aber auch überhaupt nicht. Und ich muss sagen, beim ersten Teil ordne ich mich definitiv ins Mittelfeld ein. Ich fand's ganz gut, aber auch nicht richtig toll. Deswegen bin ich super, super gespannt auf den zweiten Band. Ich habe schon sehr viele negative Rezensionen über dieses Buch hier gelesen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich noch nicht damit angefangen habe. Aber trotzdem bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde dem Ganzen eine Chance geben und freue mich auf jeden Fall. Ich mag Vampirgeschichten eigentlich richtig gerne und ich finde, den ersten Mal konnte man ganz locker leicht so weglesen. Deswegen freue ich mich hier eigentlich drauf und bin sehr gespannt, ob mich das Buch überzeugen kann. So, und dann sind wir auch schon bei der allerletzten Frage angekommen. Und zwar lautet die, was war dein letzter Spontankauf? Und da ist auch ein Buch dabei, das wirklich definitiv perfekt in diese Kategorie passt. Und zwar ist das Without a Word von Jennifer Schumann. Das Buch habe ich in der Buchhandlung gesehen, fand das Cover super ansprechend und habe es dann einfach mal mitgenommen. Ich habe vorher noch nie irgendwas von dem Buch gehört und hatte einfach mal wieder Lust, so ein bisschen was für mich selber zu entdecken und einfach ohne irgendwelche Vorkenntnisse an ein Buch ranzugehen, weil ich glaube, jeder, der aktiv ist auf Bookstagram, Booktube, BookTok, der kennt das irgendwie, dass man nicht mehr so richtig ohne Vorbehalte an unbekannte Bücher rangeht und vor allem Sachen kauft, die man irgendwo schon mal gesehen hat, die man von irgendwem empfohlen bekommen hat und deswegen, weiß ich nicht, habe ich das irgendwie angesprochen und ich hatte Lust, das mal auszuprobieren und ja, deshalb war definitiv ein Spontankauf und leider muss ich sagen, ich glaube, das war auch der letzte für die nächsten paar Monate, denn ich habe das Buch bereits begonnen. Ich bin auf Seite 70 und es wurde ein Trope offenbart, das mir leider so überhaupt nicht zusagt. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das Buch jetzt überhaupt weiterlesen werde. Ich habe es jetzt erstmal wieder zurück in mein Regal gestellt und warte, ob vielleicht irgendwann nochmal der richtige Moment dafür kommt. Ich mag es dann einfach nicht, frisch gekaufte Bücher direkt wieder auszusortieren. Ja, deswegen, ich weiß noch nicht so genau, wie es mit mir in diesem Buch jetzt weitergehen wird, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, falls ihr das Buch kennt, falls ihr es schon gelesen habt, weil, wie gesagt, ich habe das noch nirgendwo gesehen. Deshalb würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist, falls ihr es gelesen habt. Ja, und das war es dann jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten und interessanten Einblick in meinen Sub geben. Natürlich waren das jetzt nicht alle Bücher, die sich auf meinem Sub befinden, aber ich glaube, wenn ich euch jedes Buch zeige, würde das einfach ein bisschen Rahmen sprengen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao!